Kaum sind die einen Unwetter abgezogen, kommen schon wieder neue auf uns zu mit Tiefrieda, das im Laufe des Tages über Deutschland hinweg rast, kann man sagen. Das Tiefrieda pumpt auf seiner Vorderseite wieder schwülheiße Mittelmeerluft zu uns. Die wird dann auf der Rückseite des Tiefs verdrängt von kühlerer Atlantikluft. Man sieht es an den gelben und an den grünen Farben, dass die Temperaturen dann wieder mit einem Rutsch nach unten gehen. Das sind dann durchweg unter 20 Grad aus Richtung Enland Frankreich und anfangs auf der Vorderseite in dieser Schwüle nochmal an die 30 Grad Hitze. Und die Simulation des Niederschlags, man sieht hier sehr schön diese blauen und roten Punkte, die stehen für die kräftigsten Schauer und Gewitter, die sich dann im Laufe des Tages intensivieren, wenn sie in diese schwüle Luft hineinlaufen. Am Vormittag sind die Gewitter schon da in der Westhälfte. Da regnet es teilweise sehr kräftig mit Überflutungsgefahr auf manchen Straßenabschnitten. Gewitter auch schon mit dabei. Im Osten noch relativ stabil, freundlich, immer wieder mal Sonnenschein. Je östlicher, umso freundlicher. Und dann baut sich die Energie richtig auf am Nachmittag. Das sieht man auch hier auf einer Schiene, die von Baden-Württemberg hochgeht bis nach Hessen und Thüringen. Da ist die Energie besonders hoch und hier muss man besonders auch auf Starkregen, Überflutungen und sogar Hagel sich einstellen. Im Osten, da ist es teilweise immer noch freundlich am Nachmittag, Berlin, Brandenburg, Ostsachsen, bevor die Gewitter hier ankommen. Im Westen nach dieser Gewitterluft zwar eine gewisse Stabilisierung von der Energie her, aber immer noch ein paar Regengüsse und Gewitter, unterbrochen von kurzen sonnigen Phasen. 30 Grad in der Niederlausitz und dann schon deutlich kühler im äußersten Westen mit 19 bis 24 Grad. Und die Schwüle ist ja auch enorm. Der Wind hier aus Südwest und davor aus Südost.